gut zusammen. Nur nicht in der Rheinaue in Bonn, oder doch? Ja, da soll ein Fahrradweg auf mehreren Kilometern verbreitert werden, doch dafür stehen Bäume im Weg. Sollen die deshalb gefällt werden? Im Mai hieß es noch nein. Jetzt heißt es vielleicht. Der Stadtrat soll nämlich heute entscheiden, wie es weitergeht. Währenddessen kochen die Gemüter über. Dieser Baum muss weg, der hier soll auch gefällt werden und dieses stattliche Exemplar muss auch weichen, damit Fahrradfahrer in der Rheinaue mehr Platz haben. Ob das eine gute Idee ist, hängt davon ab, wie man fragt. Axel Möhrer-Funk vom Fahrradverband ADFC ist für den breiten Radweg, möchte aber nicht als Baumfäller missverstanden werden. Warum? Nein. Wir wollen ja nicht Bäume fällen, wir wollen einen ordentlichen Radweg haben. Wir sind hier bei unter 2 Metern. Und das bei einem Radweg, der über 1 Million Radfahrer im Jahr hat. Ganz anders sieht das Christoph Röhlmann von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Genau so ist das. Also wir opfern wirklich Bäume an einer Stelle, wo es nicht notwendig gewesen wäre. In der Bonner Rheinaue müssten 44 Bäume fallen, damit es die Radfahrer auf der ganzen Strecke gleichermaßen bequem haben. An einigen Stellen ist der Radweg sehr breit, dann wird er plötzlich schmal. Das Ziel ist eine einheitliche Breite von 4 Metern. Wenn ich möchte, dass mehr Leute mit dem Fahrrad fahren, dann muss ich denen ordentliche Angebote machen. Doch das Projekt war eigentlich Mitte Mai gescheitert. Damals stimmte der Naturschutzbeirat der Stadt Bonn mit großer Mehrheit gegen die Baumfällungen. Das akzeptiert die Stadtverwaltung nicht. Sie will die Bezirksregierung einschalten, um den Radweg doch noch bauen zu können. Es ist ja nicht nur so, dass hier 44 Bäume dem Projekt im Wege stehen, sondern wir gleichen das ja auch aus. Das ist fachlich beurteilt worden und wir werden dann mindestens 60 Bäume dafür zum Ausgleich bringen. Also wird über die Baumfällungen noch einmal entschieden. Bei den Mitgliedern des Naturschutzbeirats kommt dieser Schritt gar nicht gut an. Dann muss ich auch fragen, braucht es dieses Gremium eigentlich, wenn ich dann als Stadt trotzdem entscheide, ich mache das irgendwie dann durch die Hintertür. Auch bei den Radfahrern gibt es Frust. Sogenannte Baumwächter haben Bäume markiert, die angeblich gefällt werden sollen. Doch das stimmt nicht bei jedem Baum. Ja, das ist ein Fall, wie man große Bäume markiert, die überhaupt nicht gefällt werden. Wie man also Stimmung macht, wie man die Leute ja ein bisschen schon aufhetzen möchte. Ich finde das ziemlich unfair. Was überwiegt, Radfahren oder Naturschutz? Bonn muss diese Frage schnell beantworten, denn nur wenn der Radweg nächstes Jahr fertig ist, zahlt das Land Fördergelder in Millionenhöhe für die Bauarbeiten. Das also eine der großen Baustellen des Rates. Der Bonner Stadtrat sitzt nämlich zurzeit zusammen und hat mal selbst ein paar Baustellen. Radschnellwerk,